So stellt man sich eigentlich einen Westernheld vor. Ja, hätte lieber im Film gehen sollen, du Werner. So stellt man sich einen Westernheld vor. Ne? Und so, wenn ich dann als Junge auch habe, immer die John Wayne-Filme gesehen. Ja, genau. So war Werner cool. Ne? Und dann, pass auf, in einer Souveränität. Und also wirklich 1A, muss ich sagen. Als Typ wunderbar. Du, ich brauch mal 2 Mark. Ich brauch unbedingt Zigaretten. Oh, ich ihm 2 Mark, ich mir fuhr wieder. Und dann sagt er, wolltest du dafür mal einen Führerschein oder was? Und dachte, nee, du komm mal in der Kneipe vorbei. Und seitdem, nächsten Abend, war er dann auch Stammgast da in der Waldquelle. Und ich kriegte die 2 Mark, glaube ich, nie wieder. Das war eine Begegnung, also dem hätte ich auch 100 Mark gegeben. Das war völlig klar, die kriege ich wieder oder ich will sie nicht wieder. Weil es so ein einzigartiger Typ ist. Unbeschreibbar. Das ist Werner, ne? Das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist ein Mensch, wie ich ihn persönlich also echt noch nie erlebt habe und getroffen habe. Wie ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es da noch einen zweiten gibt. Jetzt bin ich so, ne? Lucky, komm! Raus, Lucky. Geh mal raus, Piller. Mach die Tür auf. So. Ach, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter mich im Leben einmal in den Arm genommen hat oder überhaupt einmal zu mir gesagt hat, mein Kind, ich liebe dich oder ich hab dich gerne. Nicht einmal. Das war die Schmerz. Thank you.
hatte eine ganz schwere Erziehung. Mein Vater, er war sehr, sehr hart. Ich habe noch zwei Brüder. Die haben nie einen Schlagschläge gekriegt. Aber ich habe fast jeden Schlagschläge gekriegt. Aber mein Vater wollte auch nur das Beste. Weil damals, als wir aus Schlesien hier rüberkamen, da waren sehr viele, wir haben in der Baracke gewohnt, sehr viele Asoziale. Die einen hatten 8 Kinder, die anderen 10. Und die haben alle, sind nicht zur Schule gegangen, die wollten mich alle verführen, dass ich klaue und so. Und mein Vater hat gesagt, bevor du mal ins Gefängnis kommst, dann hau ich dich lieber kaputt. Ich habe mal Cirello geklaut, nicht? Und ich bin manchmal auch 2 Tage nicht zur Schule gegangen. Und das, wenn er das rausrichtet, dann war es richtig Alarm. Dann kriegte ich vom Lehrer erstmal mit einem Rohrstock ein. Und dann kam der blaue oder rote Brief nach Hause. Dann kriegte ich einen richtigen Arsch voll. Dann bin ich wieder meine gerade Linie gegangen. Er hat das schon richtig gemacht. Ich habe mich geprügelt im Unterricht, da hat der Pastor mich rausgeschmissen. Und mein Vater sagt, du wirst konfirmiert, und zwar von mir. Ich konfirmiere dich. Alle werden konfirmiert und du auch. Ich kriegte neue Schuhe, ich kriegte eine Kombination, schwarze Hose, ein Jackett. Es wurden auch Leute eingeladen, Verwandtschaft oder so. Aber ich war immer schon ein bisschen anderer Typ. Tja, und dann konnte ich rausgehen, noch Viertelstunde spielen. Und sagte, jetzt gehst du raus und spielst noch eine Viertelstunde. Aber mach keinen Mist, du hast die guten Sachen an. Und dann rief er mich und dann bin ich reingekommen. Aber ich hatte mich geprügelt mit einem. Und dann war meine ganze Hose vorne und das Knie kaputt. Und naja, dann stellte er mich vor. Und sagt, das ist der Konfirmand. Dreh dich mal um. Und ich habe immer mit dem Rücken zu den Leuten gestanden. Du sollst dich umdrehen. Es ging aber schlecht, weil ich ein Loch im Knie hatte. Und dann habe ich mich umgedreht. Ja. Da ich so einen Arsch voll gekriegt, musste ich ins Bett. Abends kamen dann meine Freunde und haben mich gerufen. Es war Sommer. Um 7:30. Werner, komm doch, Bubi, hatte man mich genannt. Komm raus, komm noch ein bisschen. Und da habe ich gemerkt, mein Vater tat es leid. Er hat gesagt, komm, steh auf, zieh dich an und geh noch eine halbe Stunde spielen. Mein Vater hat das aber alles wieder gut gemacht, indem er so hart war. Er wollte eigentlich, dass ich nicht auf die schiefe Bahn gerate. Und das hatte funktioniert. Er hatte mich gerne, was ich gemerkt habe, und ich hatte ihn eigentlich auch gerne. Nicht der Beste. Meine Zeugnisse waren immer so Schreiben, Rechtschreiben und Rechnen immer so zwischen bei 4. Nicht? Und, aber ich war der Stärkste in der Schule. Und naja, Schule. Woran hat sich das denn gezeigt, dass du der Stärkste war? Habt ihr euch viel gekloppt? Ja, wir haben, ich habe immer die verteidigt, die schwach waren. Immer schon im Leben. Immer. Wenn einer einen Arsch kriegte von dem anderen, bin ich dazwischen gegangen. Oder wenn zwei einen wie heute moppen, wie man sie sagt, so gemobbt haben, 2 auf einen, dann bin ich da hingegangen und hab den Pfanne fressen. Und wenn auch ein Starker dabei war, manchmal war er auch
Starrer dabei, aber dann habe ich das immer ausgetragen, wo alle bei waren. Da habe ich gesagt, kommen wir beide, morgen treffen wir uns, dann machen wir es. Und dann war Ruhe wieder in der Schule. Ja, da schreibe ich gerade von meiner Freundin und wollte nach Hause fahren. Das war so gegen 19 Uhr noch was. Sonst schlage ich dich auch noch tot. Aber das ist mein Vater. Ja, also erzählt wurde da gar nichts. Meine Mutter hat auch nichts erzählt. Aber ich weiß nur, dass er 11 Tage im Koma lag. Und dann ist er gestorben. Ich bin der Sohn des Arbeiters Erich Herzog, ging 8 Jahre in die Quelle Volksschule. Als ich aus der 8. Klasse kam, ging ich als Arbeiter zu der Firma Stückemann Hillen. Da blieb ich 3 Wochen, bis ich dann bei Lusch anfangen konnte. Da blieb ich ungefähr 2,5 Jahre. Von da aus ging ich zur Kohlenhandlung Mühlenweg. Da war ich 3 Wochen. Da suchte ich meine Arbeitsstelle bei Hollmann. Da gefiel es mir auch nicht und ich bin zu Hause geblieben. Abends bin ich meistens in den Skiffelclub gegangen und wieder nach Hause. Werner Herzog. Mein Sohn folgt mir nicht mehr. Er ist aufsässig und frech. Vor etwa einer Woche ist er erst morgens um 9 Uhr nach Hause gekommen. Eine Erklärung, wo er sich die Nacht über aufgehalten hat, verweigert er. Mehrmals ist Werner durch das Jugendamt verwarnt worden. Schon am nächsten Tag hat er gebummelt. In einer Gaststätte hat er Schulden gemacht. Der Junge ist äußerst unsauber, sodass sich meine anderen Kinder seiner schämen. Ich werde mit der Erziehung des Werner nicht mehr fertig und bitte zur Abwendung einer weiteren Verwahrlosung um Einweisung des Jungen in Fürsorgeerziehung. Bielefeld, 26.11.59, gezeichnet Frau Herzog. Psychologische Begutachtung. Bei Werner H. handelt es sich um einen auf einen sehr schlichten Lebensrahmen zugeschnittenen Jugendlichen, der zudem in seiner Entwicklung beeinträchtigt erscheint. Er hat offenbar noch keine Anpassung an die Lebenswirklichkeit der Erwachsenen wie der Arbeit vollzogen. Die Erziehungskräfte des Elternhauses waren den aufwachsenden Sohn nicht gewachsen. Es liegt ein deutlicher Erziehungsnotstand vor. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen der flachen Verläufe seelisch-geistiger Reifung, bei denen die eigentliche Ausprägung der Persönlichkeit, die Entdeckung des seelischen Ich, noch für eine längere Zeit fraglich bleibt. Die infantile Einstellung, die zwar noch keinen Infantilismus, doch aber einen Entwicklungsrückstand begründet, zeigt sich in erhöhter Umgebungsabhängigkeit. Werner wird sein Brot später einmal als Hilfsarbeiter verdienen. Er ist für ausgesprochene Kraftarbeiten geeignet, die ihm auch mehr an Selbstbestätigung vermitteln als differenzierte Tätigkeiten. Der Jugendliche bedarf einer klaren Lebensordnung, in der er eine angemessene Zeit geführt werden sollte. Zunächst muss er einen auch inneren Abstand vom bisherigen Leben gewinnen. Dann erst wird er für die grundlegenden Maßstäbe menschlichen Verhaltens aufgeschlossen sein. Eckartsheim, den 15.03.1960, gezeichnet Klenner, Diplompsychologe.
Wir schlagen vor, Werner Herzog nach Freistadt zu verlegen. 13.04.1960. Schon die Ankunft in Freistadt war ein Schock. Der Kasernenhofton des Hausvaters, der den Neuankömmling in Empfang nahm, das Ausziehen der Straßenkleidung, die Leibesvisitation, die Desinfektion mit dem Entlausungsmittel Cuprex, das Haareschneiden und die Einkleidung in die Anstaltskluft. Die vergitterten Fenster, das Einschließen am Abend, die ersten Schläge durch einen Erzieher, wenn man nach der ersten Nacht sein Bett nicht richtig gebaut hatte. Die Drangsalierungen durch die Mitzöglinge. Das alles wirkte verstörend, einschüchternd und bedrohlich. Das Gefühl, alleingelassen, eingesperrt, ausgeliefert zu sein, war überwältigend. Detlef N. beschreibt ein in Haus Wegwende Ende der 1950er Jahre übliches Aufnahmeritual, das sich der Heilige Geist kommt nannte. In der Nacht fiel der gesamte Schlafsaal über den schlafenden Neuling her, riss ihm die Bettdecke weg und verprügelte ihn mit den Hausschuhen. In seiner ersten Nacht im Schlafsaal wurde der Neuling aus dem Bett gerissen und gezwungen, in die Runde der Zöglinge Lieder wie »Hänschen klein« zu singen. Sobald dem Opfer kein Lied mehr einfiel, wurde er vom Mob verprügelt. Dabei wurde genau darauf geachtet, dass alle mitmachten. Keiner der Jungen durfte sich ausnehmen. Wer nicht hart genug zuschlug, wurde verwarnt. Nicht streicheln. Beim nächsten Mal war der Misshandelte dann selber mit dabei und fügte dem nächsten neu angekommenen Zögling das zu, was er zuvor am eigenen Leib erfahren hatte. Wie lebendig begraben, fühlte sich Klaus K. in seiner ersten Nacht in einer vergitterten und abgeschlossenen Einzelzelle in der Moorburg im Jahre 1958. Hans-Jürgen K. erinnert sich, dass er in den ersten Tagen nach seiner Aufnahme in Haus Neuwerk nur in der Ecke gesessen und geheult habe. Er sei sich sicher gewesen, hier kommst du nie wieder raus. Hätte er aus dem Fenster springen können, so meint Hans-Jürgen K. rückblickend, er hätte es getan. Unumschränkte Herrscher über die Freistädter Erziehungshäuser waren die Hausväter. Selbst gegenüber dem Freistädter Teilanstaltsleiter Pastor Lähnemann hatten diese Moorkönige erhebliche Handlungsspielräume. Innerhalb ihrer Häuser stellten sie die absolute Autorität dar. Manfred M. berichtet, dass K. manchmal ein Exempel statuierte, indem er sich den einen oder anderen Zögling herausgriff und beim Antreten vor versammelter Mannschaft umhaute, um seine Macht zu demonstrieren und zu zeigen, so geht es jedem, der nicht pariert. K. war bekannt für seine wuchtigen Schieberohrfeigen, von denen es hieß, dass sich niemand, der von ihnen getroffen wurde, auf den Beinen halten könne. Unter den Zöglingen gab man sich daher den gut gemeinten Rat, besser, du lässt dich gleich fallen. Und das hat auch was mit dir gemacht, Werner. Bitte? Das hat auch was mit dir gemacht. Das war nicht ganz so. Ja, das hast du ganz weit irgendwo abgespalten. Andere haben auch nicht das Glück, die haben sich... Nee, das ist weil die Leute kriegen Kinder, die kriegen wieder Kinder und das Leiden geht ja weiter. Das hört ja nicht mit der Person auf, weißt du, wenn man hier weg ist, dann ist alles gut, nichts da. Den Scheiß, ne? Das geht ja weiter.
Moorburg. Hieß dieses. Dieses Haus hieß, glaube ich, Moorburg. Das war das schlimmste Haus, ja. Im Moor. Es waren vier Häuser hier, glaube ich. Ja, drei oder vier. Am Abend mussten die Zöglinge sich, so berichtet Willi K., vor ihrer Zelle ausziehen, die Kleidung zu einem ordentlichen Päckchen zusammenlegen, ihr Nachthemd anziehen, beim Rundgang der Erzieher den Mund aufmachen, die Arme ausbreiten, das Nachthemd hochheben, die Beine breit machen und eine letzte Leibesvisitation über sich ergehen lassen, einschließlich der Kontrolle des Anus, um zu verhindern, dass auf diese Weise etwas in die Zellen eingeschmuggelt wurde. Nach dem Schließen der Türen in ihren Betten fanden die Jungen schließlich einen Rest Privatsphäre. An einem Holzbrett über dem Bett durften sie bis zu 5 Bilder von ihrer Familie aufhängen. Und wer hier drin war, der hatte schon besser als im Moor. Der musste sich diesen Posten so ein bisschen mehr kämpfen. Diesen Posten waren beliebt, ne? Ja, ja. Oder wenn einer draußen den Garten machen durfte. Mhm. War auch, nicht? Der hatte dann, der brauchte nicht Torfstechen dann, ne? Das war schon ganz gut, ja. Ja, aber da waren kamen viel Kartoffeln zusammen. Da saßen wir alle so und dann mit Kartoffelmesser immer. Das war nicht schlecht. Nach dem Frühstück mussten wir uns draußen aufstellen, abzählen. Dabei mussten wir dann ein Lied anstimmen. Auch wenn wir zwischendurch mal irgendwo hingegangen sind, aufgestellt, wie bei der Bundeswehr, und mussten auch singen, immer singen, immer singen. Ja, das waren also eigentlich alles Lieder, so die ja, meistens so in Bethel gesungen wurden. Und das hieß unter anderem, sagen wir mal, so diese Richtung, hoch auf den gelben Wagen. Das ging jetzt so, hoch auf den gelben Wagen. Also diese Richtung war es. Es war also kein Rock'n'Roll, nicht? Tja. Das ist die Lore, mit denen wir morgens ins Moor zum Arbeiten gefahren sind und abends wieder zurück. Hier drin hat der Bremser gestanden, das ist die Bremse. Weil manchmal haben wir auch ein bisschen übermütig gepumpt, dass die Lore zu schnell war. Und da konnte der Bremser die Lore ein bisschen abbremsen, dass sie nicht umkippt in der Kurve. Manchmal ist sie umgekippt, aber nicht sehr oft. Dann waren hier vorne die zwei Mann oder drei, vier Mann an der Schwengelpumpe. Rechts und links einer. Und dann haben die gepumpt und dann saßen hier die anderen zwei noch oder drei oder vier. Guten Tag. Ja, so. Wollt ihr die kaufen, ne? Nein, gerade Film drehen. Ja. Ja. Wenn ein Zögling im Moor die Arbeit verweigerte, musste er den ganzen Tag mit der Schaufel in der Hand ohne Essen und Trinken stehen bleiben, bis er umfiel. Die Jungen litten unter heftigem Durst, erhielten jedoch nur etwas zu trinken, wenn sie auf das Kommando »Antreten, Wasser fassen« in Reih und Glied antraten. Kam es dabei zu Rangeleien, so habe Bruder S. Punkt, erinnert sich Manfred M., auch schon einmal die Wasserkanne mit dem Fuß umgestoßen, sodass die Jungen ihren Durst nicht stillen konnten. Manche hätten, obwohl die streng verboten war, Moorwasser getrunken und seien davon krank geworden. Jede Kolonne hatte zwei Stecher. Ich war auch Stecher, also der die Moorstücke abstach. Und dann, weiß ich nicht mehr genau, drei oder vier Läufer. Und die haben dann die Torfstücke genommen, das waren so 30 mal 10 cm mal 5 cm, ein Torfstück. Das haben die dann genommen und sind wieder
losgelaufen und haben es da hingestapelt. Und wie im Laufschritt wieder zurück. Wieder genommen, im Laufschritt wieder hin. Dann schrie der Erzieher, du lauf mal ein bisschen, nicht? Sonst kriegst du Punktabzug. Wenn einer wieder Worte gegeben hat oder gegenüber dem Erzieher eben frech war, dann gab es manchmal gleich vom Erzieher so eine Ohrfeige oder dann hat er es dem Hausvater gesagt und dann kam der. Und der Hausvater, das war ein kleines Untier schon, der war ein bisschen über 2 Meter, hatte richtige Barraschaufeln. Und da kriegtest du meistens einen voll in, eine, also ins Gesicht geschlagen. Der haute dir so ein, dass du in die Ecke fluchst, also fluchst auch in die Ecke. Und der hat danach dann bestimmt, was für eine Strafe du erhältst. Entweder kamst du in so eine Zelle rein, da kriegtest du nur ein Gesangbuch in der Hand, ein Klappbett, das musste hochgeklappt sein. Ja, und sonst war da nur Betonfußboden. Dann kriegtest du Schüsseln mit Wasser und eine Scheibe Brot und das war's. Vor dem Haus stellten sich die Jungen zum Ausrücken in Formation auf. Die Marschkolonne setzte sich im Gleichschritt mit einem Lied »Kameraden, wir marschieren«, »Edelweiß« oder einem anderen Nazi-Lied in Bewegung. Wer den Ton nicht habe halten können oder aus dem Tritt geraten sei, sei vom begleitenden Erzieher mit Stockschlägen traktiert worden. Der Marsch endete am Bahngleis, wo Draisinen, in der Anstaltssprache Pumploren genannt, für die Fahrt in das Moor bereitstanden. Die Jungen mussten bis zur Erschöpfung pumpen und erhielten, wenn sie das Tempo nicht halten können, einen Schlag mit dem Pumpenschwengel. Hans-Jürgen K. erinnert sich daran, dass während der Arbeit im Moor einmal ein Auto der Bild-Zeitung die Moorstraße entlang gekommen sei, auf dem Weg zum Moorbaron. Ein etwa 15-jähriger Mitzögling sei zu dem Auto hingelaufen, aber von den Erziehern abgefangen worden, die ihm mit dem Stock die Zähne ausgeschlagen hätten. Die Reporter seien verjagt worden. Nur muss man sich mal überlegen. Ich schmeiße ein Straßenschild kaputt für 50 Euro, was ich nicht gemacht habe. Nur weil Leute gesagt haben, das war er. Das steht aber in meinen Akten hier fürs Jugendamt, ich hätte Schilder kaputt geworfen. Wie viele Schilder werden heute kaputt geworfen, wo keiner bestraft wird oder sonst was? Ne? Und das finde ich alles ein bisschen eigenartig. Ne? Ja. Leute, ich muss mal ganz nötig schiffen. Ich auch. Dann komm, dann machen wir das beide hier in meinem Zweier. Ja, wie gemacht für uns beide. Dann machen wir weiter jetzt. Komm. Jetzt lassen wir Freistadt hinter uns. Ja. Die Hölle, das sind die anderen, heißt es in Jean-Paul Sartres Drama Geschlossene Gesellschaft. Auch die Freistädter Erziehungshäuser waren geschlossene Gesellschaften. Und die Jugendlichen, die in diesen Häusern eingeschlossen waren, machten sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Der am 7.2.43 geborene Werner Herzog vollendet mit dem 6.2.64 sein 21. Lebensjahr. Er scheidet mit diesem Tage endgültig aus der Fürsorgeerziehung aus. Und ich wollte nur nach Hause. Dann bin ich nachts um gegen 1:30, 2:30 angekommen. Und dann habe ich geschellt. Dann kam meine Mutter. Obwohl mein Zimmer frei war, mein jüngster Bruder, das andere Zimmer, wo mein jüngster Bruder wohnte, da war er ja, aber mein Zimmer war frei. Da habe ich gesagt, Mutter, ich habe
3 Tage nichts gegessen. Ich komme gerade von der Autobahn mit 2 schweren Koffern. Ich habe Hunger und ich muss ein bisschen schlafen. Kannst du mir was zu essen geben? Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, verschwinde hier. Du kannst hier auch nicht bleiben, hau ab. Und da habe ich meine beiden Koffer gepackt und bin bis nach Bielefeld zum Bahnhof gelaufen und habe nur geheult. Und das vergesse ich nie im Leben. Nur geheult. Tja, und da habe ich mir gesagt, mit dieser Mutter willst du nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht deine Mutter. Die hat mich nicht einmal in den Arm genommen, sonst was. Die hat mich nur ins Heim gebracht und weggestoßen. Mein Vater, der war nicht schwach. Und tja, trotzdem haben sie ihn totgeschlagen. Und da habe ich gesagt, dass mir das im Leben nicht passiert. Da habe ich Sport getrieben. Ich habe erst angefangen zu boxen. Das lag mir nicht. Dann habe ich Karate gemacht, lag mir auch nicht. Judo, das lag mir, weil ich im Ringen schon gut war. Und dann bin ich in 3 Vereine gegangen. In 3. Ich war im Polizeiverein, glaube ich, über 20 Jahre. Ich habe jeden Tag trainiert. Auch sogar in der Firma im Arbeitsanzug in der Mittagspause mit dem Freund. Und ich habe mir gesagt, du hilfst Menschen, die in Not sind. Von anderen, also belästigt und zusammengeschlagen werden. Den hilfst du. Thank you.
Aufseher, einen am Tag, das war normal. Und wir hatten einen, der kam aus der früheren DDR, das war ein Berufsboxer, der hat 15 Jahre geboxt. Der hat also, war sehr gut, aber sehr ruhiger Typ. Mit dem kriegte man auch keinen Streit. Der Heinz Zimmermann hieß der. Wir nannten ihn immer Dicke Heinz. Ne? Und wenn es nur der Mann war, dann kam der sofort. Und wir haben vorher auch immer trainiert, jeden Tag abends oben. Er hat mir Boxen beigebracht und ich ihn so ein bisschen Judo. Er sagte, das Boxen wirst du nicht lernen. Ich habe ein Auge dafür. Und das kannst du nicht sofort. Also bringe ich dir bei, du kannst nur, du gehst 3 Schritte zurück. Erster Schritt, und sagst, ich möchte nichts. Zweiter Schritt, dann sagst du, hör auf. Dritter Schritt, den nimmst du als Schwung. Und das trainieren wir. Und das, dann haust du nur mit links, der darf nicht so kommen, der muss aus der Schulter kommen, der Schlag, aufs Auge. Ich schlage, wenn ich schlage, hier drauf und dann sind alle Nerven gestört. Dann ist der schon weg. Und so war es auch bei dem. Und dann, du schlägst aufs Auge und mit der rechten, wie beim Karate, knallst du so voll in die Zähne rein. Dann hat er keine Zähne mehr dran. Dann ist er auch weg. Nie unter 20 Mann. Die kamen immer mit 20, 25 Mann. Und da darfst du nicht zur Toilette gehen. Die musst du jeden im Auge behalten. Jeden. Und da kannst du auf die Uhr kochen. A, bringen sie ihren Whisky selber mit. Also viel. Und dann trinken die nur halbe Liter. Und du kannst auf die Uhr gucken. In einer Dreiviertelstunde sind die alle besoffen. Und dann geht es zur Sache, weil sie sich nicht abfinden. Engländer, Kanadier, Schotten. Ne? Und das musst du stoppen. Und das ist gar nicht so einfach. Und dann kam der Dicke rüber. Dann haben wir uns an der Theke gestellt. Und dann haben wir beide uns angeguckt. Haben wir nur genickt. Das heißt also, er nimmt die 5 und ich nehme die 5. Dann war ich noch am Wüten. Da hatte er schon 2 umgehauen. Mit 2 Schlag, das ist er. Und ich war noch am Wüten da. Ja, aber wir kamen immer gut klar. Ich glaube, der brauchte niemals einen Anwalt und auch keinen Physiotherapeut. So wie Tiere. Tiere machen es klar. Die beißen sich weg und dann ist das klar damit fertig. Und Bobo ist ein bisschen so ein Tier, ne? Und das war auch am Freitagabend, hielt da um 11:30 ein Leichenwagen. Aus dem Leichenwagen stiegen ungefähr so 6 Rocker. Die kamen rein, hauten den ersten, der rausging, gleich was auf die Fresse und bestellten eine Flasche Asbach, ziemlich rüpelhaft. Und ich hatte einen Kellner, der war auch kein schlechter, der sagte, komm, wir nehmen Werkzeug und dann drauf damit. Und dann ging das erstmal so in den Dern, ein paar Gläser fielen, da kam Werner rein mit seinem Anzug, Pepita-Hut und Werner sagt, kannst du uns helfen hier mit den Rockern? Na, er gibt denen erstmal was zu trinken. Nee, sag, die kriegen. Doch, gib denen erstmal was zu trinken. Und dann haben wir denen Asbach Cola gegeben, dann nahm er sich ein und sprach mit dem. Und seine Hand war wieder auf seiner linken Schulter. Und nach 5 Minuten verließen die das Lokal, ohne noch was zu machen. Was hat es mit dieser Hand denn auf sich? Ja, er drückte hier so. Und das zog der zusammen, da konnte man nicht mehr reden. Das ist wie so, als wenn eine Eisenschraube zieht. Da war ja keiner, so wie man das heute sieht, dass die Leute durchdrehen und nee, schreien und aufeinander zu. Nein, ja. Erstmal immer beschwichtigen. Erstmal die Hand, auch manchmal, ne, so. Und dann, oh, was ist das denn, wenn der Schraubstock zusammenging? Und dann sagt er, du, pass auf, Ruhe hier. Dann merkten die, welche unglaubliche Kraft da auch hinter. Und da waren die schon derartig geschockt, dass dann auch meistens Feierabend war. Ne? Also er war
wollte mal sagen, er wollte die Situation immer sehr angemessen regeln. Na, sagt er, du, wir haben hier drei Rockerclubs drin, die machen derbe Theater. Schaffst du dich rauszukriegen? Schau ich. Ja, und dann habe ich, wenn ich ein Problem habe, ich habe mich auch, wie heute, setze ich mich hin und dann überlege ich ein Problem. Kriegst du nicht mit Wut oder was an der Wand werfen. Problem musst du überlegen und das kriegst du weg. Es gibt selten ein Problem, was du nicht wegkriegst. Irgendwie kriegt man es weg. Mit Kopfkämpfen und so. Nicht? Da holst du mehr raus. Von 10 Schlägereien, dass du 7, 8 stoppst. Dann habe ich mich immer hingesetzt, wie mache ich die? Die haben einen Professor, der das Sagen hat da. Und den musst du backen erstmal. So, und dann habe ich mir den auch gebackt, also nicht so gebackt, so mit dem gesprochen. Ich sage, pass auf, es gibt jetzt Möglichkeiten. Entweder du passt auf deine Leute auf oder ich gebe dir ein Lokalverbot. Was möchtest du? Ich will aber auch einfach euch rausschmeißen. Aber ihr macht so viel Mist hier. Also willst du das übernehmen? Gibst du dem dein Lokalverbot oder ich? Und ja, der sagt, mach du mal. Und da wusste ich schon, dass er verloren hatte. Und man hat immer ein sicheres Gefühl, wenn man Werner kennt. Weil auf Werner konnte man sich nicht 100% verlassen, sondern nur 10%. Ja, aber gut aufpassen. Mhm. Wenn der Werner da war, gab es keinen Stress. Das stimmt. Ich weiß noch eine ganz gute Geschichte, wo man vielleicht wo rauskommt, dass er nicht einfach immer nur nett war, sondern wo er die Respektperson war, vor der man mal Angst haben musste, weil er auch nicht so kurze Arme. Er hat mal zu Weihnachten, wollte er ordentlich aussehen. Da habe ich in die Kolleden geschnitten, das konnte ich ganz gut. Und da sind die sehr kurz geworden, die Kolleden, und den Nacken habe ich auch ordentlich ausrasiert. Dann war auf einmal, guckt er in den Spiegel, so nach 10 Minuten zum ersten Mal, und dann wollte er mich wegboxen und sagte, ich muss auf eine Party, wie sieht denn aus, komm ich heute, keine Schnitte heute Abend. So, und da bin ich 2 Meter weg, weil die Arme wurden dann ganz schön lang. Und das war ernst, das war ernst. Also er hätte mir noch eine getunkt, wenn er mich rangekommen wäre, das war völlig klar. Danach war okay, da fand er doch ganz gut irgendwie. Und dann sind wir in eine Kneipe gegangen, dann war wieder gut. Ja, hast du eine Art Polizei gespielt? Nein. Wie würdest du deine Rolle da sehen? Streitschlichter. Jetzt im Starclub, der Kleine, der da immer vorging und anderen an der Fresse haute. Dann stand Peter Sibberl mit noch 4 Kollegen, das waren auch Schläger aus Südwestfeld, und haben nur darauf gelauert, dass der sich gewehrt hat. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, pass auf, dein kleiner Bruder hat hier Lokalverbot. Und du, dir will ich sagen, wir beide können uns treffen. Morgen Abend von mir aus oben in der Bar. Da können wir den Kampf ausführen. Ja? Zweikämpfe wurden früher ausgeführt. Habe ich ja selber noch mitgemacht. Und dann ging man raus, ja, von den gegnerischen Parteien, die gingen auch mit raus. Da wurde ein Kreis gebildet. Und da wurde da richtig gekämpft mit Fäusten und Ringen und was. Da wurde nicht getreten oder irgendwas. Das gab es überhaupt nicht. Treten hieß immer
das war weibisch treten. Frauen treten, beißen, kratzen. Männer kämpfen mit Fäusten. Ja? Und wenn dann einer am Boden lag, dann war Feierabend, dann hatte der eine, der stehen geblieben war, hatte gewonnen. Und dann gingen alle wieder weg. Da war die Sache erledigt. Heute ist das anders. Ich sage, wenn du aufstehst und meinst, du könntest mich linken und lachen, wie du es immer machst, und eine Kopfnuss geben, das geht nicht bei mir. Wenn ich dich dann noch mal kriege, dann breche ich dir beide Arme. Beide, nicht ein. Ja, und dann auch hin, haben wir uns getroffen. Ja, und dann flog der auch gleich schon. Der flog so hin, hatte ich ihn aber auch wieder festgehalten. Und ich sage, gibst du auf? Ja, ja. Da laufe ich eben. Und so, und jetzt ist es noch anders. Jetzt hast du auch Lokalverbot und deine Freunde auch. Ende aus. Wir standen also im Riesenpulk vor der Bühne. Man konnte eine goldene Uhr gewinnen. Was natürlich kein Gold war, aber. Ne? Werner mit seiner Entourage, er hätte ja noch zwei, drei Typen dabei oder so. Drängten sich durch und schubten uns weg. Und dann habe ich zugetreten. Also so hinten in der Hacken rein. Weil ich total sauer war. Und Werner dreht sich um, da steht dieser Typ vor dir. Wer war das? Ich war das nicht. Ich habe natürlich Schiss gehabt. Ich glaube, wenn der Rossi kriegt, der wäre das gewesen, wäre dann wäre ich platt gewesen. Ich wäre nie wieder in den Stärklub reingekommen oder so. Ne? Aber es war halt so. Das war so ein persönliches Erlebnis mit ihm. Weil ich immer unwahrscheinlichen Respekt auch hatte vor ihm. Aber das habe ich mir nicht gefallen lassen. Irgendwie dieses Wegdrängen. Wir haben uns weggeschubbt. Damit stinke ich, auch wenn ich erst 15 war. Dann kamen auch mal Leute rein aus Hannover und sagten eben, ja, hier wär's der größte Schläger in Bielefeld, hätten die als Türsteher. Und an der Tür stand immer kleiner, das war von meinem Chef, der Cousin, nur ein kleiner. Das war ein Büromensch, der hat noch nie geschlagen. Und wenn was war, da hat er mich nur immer gerufen. Und, ja, dann kam der und sagt, du, der kommt aus Hannover und will den größten Schläger. Wir hätten hier den größten Schläger. Kennst du den? Nö, sag ich, kenn den nicht. Wir haben doch einen Schläger hier, ne? Tja, ja, hier soll der größte Schläger sein aus Bielefeld. So, und den suche ich mir jetzt. Und er wollte durchgehen und er sagte, kleine an der Kasse, also du musst Eintritt zahlen. Ich zahle nirgendwo. Und schon stand ich da. Ich sag, und du zahlst hier. Und schon kriegte der so zwei auf die Fresse, dann lachte er. Habe ihn rausgetragen, an der Wand gesetzt. So, und dann gewartet, bis er wieder hochkam. Ich sage, einen Schläger haben wir nicht, aber willst du immer noch einen Schläger suchen? Nee, ich hau ab, alles klar. So, wo bin ich überhaupt? So, weißt du? Und dann war Werner abgebildet, zeigte die Faust so und da waren zwei Zähne drin. Und da sagte er, da waren irgendwelche Hamburger Rocker auch, die da irgendwie was machen wollten und das hat er dann so erledigt. Ja, habe ich eine Frau kennengelernt in Polen. Und die kam mal an und heulte. Ich sage, was hast du? Sagt sie, ich kann es nicht sagen. Ich sage, sag es mir. Sonst ist sofort Schluss. Mein Vater hat mich getreten. Und ich war in Umständen. Noch ein Mopedfahrer, habe ich so gemacht, mich hingestellt. Hat er angehalten, habe ihn runtergerissen, setze ich hinten drauf, bin ich zu ihm in eine Firma gefahren, wo der Vater arbeitet. Beim Pförtner vorbei, der sagt, hallo, ich muss stehen bleiben. Ich gleich durch und Wolf sagt, wo warst du denn hier mehr? Ich sage, wo sitzt Otto? Otto, das war ihr Vater. Ich sage, hallo Otto, und da habe ich den so zusammengeschlagen. Haben sie gleich ins Krankenhaus gefahren. Wenn ich dann mal einen freien Tag hatte und ich kam in die Stadt, sagen wir in der Eisdiele haben sie alle gelacht, das war richtig gute Stimmung da. Und wenn ich dann da reinkam, dann war Totenstille. Da hat keiner mehr gelacht, keiner hat was gesagt. Weil sie alle Angst hatten, Respekt. Komm. In 20 Jahren
habe ich nicht einmal ein blaues Auge gehabt, nicht eine krumme Nase, kein Zahn raus. Ich habe auch Glück gehabt. Ich hatte auch für jede Schlägerei ein bisschen Angst. Aber ich war, wie gesagt, durchtrainiert und ich wollte ja Menschen auch helfen. Was ihn so lange hat überleben lassen und ihn vor großen Schäden bewahrt hat oder sowas da, eben dieser untrügliche Instinkt in solchen Situationen. Ja, das ist es. Wenn der eben nicht da gewesen wäre, denke ich mal, hätte sicherlich auch vieles anders ausgehen können. Obwohl, also dieses mit dem auf den Arm kloppen, ne? weißt du, weil der war ja früher enorm kräftig, ne? Da ist dann... Das tat weh. Ja, weil immer die gleiche Stelle. Und dann drehst du dich um, dann kriegst du es da drauf. Das war permanent. Du, beim Überlegen, du, ich übertreibe nicht, du, Gerd, du, das tat immer weh. Oh. Das ist nicht übertrieben, das tat wirklich weh. Und Frauen waren immer weit von, er machte bei Frauen auch, weil er hat erst nicht so hingeguckt, wer so ist. Er redet dann einfach nur. Und er sah, es eine Frau, hat er langsamer gemacht, irgendwie vorsichtig. Aber Männer hatten schon oft irgendwie, doch haben wir so schöne Arme, ne? Ja, deswegen, durchblutet. Also eine scheiß Show irgendwie, ne? Als es in dem Peppermint, wo ich gearbeitet habe, was ein harter Laden war, vorbei war, da kamen zwei Typen aus Detmold, die hatten auch ein großes Tanzlokal. Und die waren schon ein paar Mal drin und wussten auch, dass ich viel Geld verdiene da. Und die sprachen mich an und sagten, pass auf, der Laden macht dicht. Du kannst bei uns anfangen, kriegst 1000 Mark mehr unten Waren. Und da habe ich blitzschnell überlegt. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und da fragte er mich, warum. Und da habe ich gesagt, pass auf, ist ganz einfach. Hier habe ich mich durchgesetzt. Hier kommt ab und zu mal ein Fremder, der es unbedingt wissen will. Dann setze ich mich nochmal durch. Aber im Grunde genommen kann ich von 10 Schlägereien hier 6 stoppen. Und das war wichtig für meinen Chef. Und bei euch, wenn ich da anfange, kann sein, dass 3 Zuhälter aus Detmold aus einer Bar kommen und mich so zusammenhauen, da kriege ich nicht mal einmal mein Monatsgehalt. Da hat er mich angeguckt und gesagt, ist okay. Und somit habe ich aufgehört. Und auch ein Boxer, wenn er sein Alter hat, irgendwann muss er aufhören. Es kommen immer wieder neue. Sonst werde ich zusammengeschlagen und das wollte ich nicht. Ich habe aufgehört. Das war mein Leben. Werner kennengelernt habe, wie gesagt, ich war doof. Ich war einfach nur ein richtiges, blödes, blondes, dummes Mädchen. Ich habe weder Wasser gekocht, noch habe ich sonst irgendwas zu Hause machen müssen oder Wäsche waschen müssen.
ja, meine Eltern waren davon überhaupt nicht begeistert und er ist viel zu alt und das ist ein Hallodri und dann haben sie irgendwelche Nachforschungen angestellt und der hat schon im Gefängnis gesessen und wegen Totschlag, der hat sogar schon einen totgeschlagen und was sie mir alle sagen wollten. Und ich bin dann auch so jemand, der so, wenn man mir was verbieten will, habe ich es eben gerade so aus Bock und Wut dann auch immer so gemacht. Ne? Haben Sie ihn darauf angesprochen, auf den Totschlag? Da habe ich mit Werner eigentlich nie drüber gesprochen. Jetzt, wenn wir unterwegs waren und irgendeiner jetzt rumpöbelte oder irgendwas machte oder mich anmachen wollte oder mir einen austun wollte oder so, dann ging er da so zwischen und... Also das fand er also so nicht gut und da fühlte ich mich dann ja nun auch schon geschützter. Geliebt habe ich nur eigentlich Renate. Aber da ist dann auch was dazwischen gekommen und dann haben wir uns eben scheiden lassen. Ja, und als ich Brigitte kennenlernte, da habe ich gemerkt, das ist die Nummer zwei. Es gibt immer Nummer eins, Nummer zwei. Und jetzt stand ich da bei Werner und Werner wollte seinen Braten haben und er wollte seine Kartoffeln und seine Soße haben. Und ja, Renate hat das gemacht und Renate hat immer Pudding danach gemacht und Renate hat das so gemacht. Renate hat jeden Freitag geputzt. Ich habe aber freitags bis 19 Uhr auch gearbeitet und ich hörte fast immer nur Renate, Renate, Renate. Und wenn ich heute drüber nachdenke, weiß ich nicht, warum ich das damals mir habe überhaupt gefallen lassen. Das sind Frauen immer gewesen, die leicht introvertiert waren, die nicht diese Stärke hatten, die sich von Werner auch haben gern leiten lassen. Er hat einen also richtig mit seiner Rederei manipulieren können, nicht? Dass man einfach, also der konnte einem Rot für Grün verkaufen und das hat man einfach überhaupt gar nicht irgendwie erst gemerkt, ne? Erst so im Nachhinein und das war so eigentlich so die ganze Zeit, wie ich mit ihm zusammengelebt habe. Hatte. Ich hatte mal damals ja den Second-Hand-Laden und einer hatte was geklaut. Sie konnte mich verstehen. Wenn ich abends nach Hause kam, zu sagen, Mensch, ich habe mich geärgert, heute muss ich mich ärgern. Dann hat sie mir ein Weimar Cola hingestellt, hat sich hingesetzt und erzähl mal. Dann habe ich ihr erzählt. Sie hat nicht einmal dazwischen geredet. Sie hat sich das alles angehört. Zum Schluss hat sie nur eben gesagt, was gedenkst du zu tun? Und das hat mir gut getan. Dass mir einer zugehört hat, mein Druck war weg. Werner war nicht so begeistert, ne? Der stellte mich da so hin, wie man in dem Alter, jetzt, ich war ja 29, als ich schwanger wurde, und stellte mich so hin, wie man mit 29 noch so dumm sein kann und ein Kind erwarten kann, ne? Also schwanger werden kann. Und da meinte er wohl noch, da muss ich dich jetzt wohl auch heiraten. Und da habe ich dann so ganz bockig gesagt, nee, das will ich aber nicht. Aber wenn das jetzt einmal ein Mädchen wird oder so, ich will kein Mädchen haben, ich will nur einen Jungen haben. Und wenn es ein Junge wird, der muss Erich heißen. Und dann habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, nein, Kind und Erich, nein, ich will kein Kind, das Erich heißt. Werner hat einen Pool im Garten. Bei diesem Pool war die Hydraulikpumpe kaputt. Und dann rief er seinen Freund an, der wieder so rumgetöst hat, der wieder einen riesen Stress gemacht hat. Der kam dann auch und musste in einen ziemlich engen Schacht, wo er mit der Leiter reinkam. Und dann krakelte er wieder rum, wollte was haben. Bringen wir mal den Kreuzschraubenzieher und bringen wir mal den 18er und die 15er Nuss. Und Werner konnte nicht so schnell das Werkzeug herbringen und da kriegte der einen cholerischen Anfall in seinem Schacht. Und wenn er die Leiter weggenommen und es ist dann weggegangen und hat ihn in seinem Schacht stehen lassen, bis er sich wieder abgekühlt hatte. Das war Werner.
Das hat dann schon wieder mit Treue nichts zu tun, wenn man dann eben sieht, dass eben das Badezimmer benutzt wurde oder eben auch die Betten eben und irgendwelche Spuren sind immer geblieben. Und ich habe ihn auch einmal erwischt. Ich bin einen Abend gekommen, wo er nicht wusste, dass ich komme, und da habe ich die beiden dann nackend im Wohnzimmer gesehen. Und das hat er mir aber so verkauft, als wäre das die normalste Geschichte der Welt, wo ich dann mich wieder angezogen habe, also wo ich dann meine Jacke genommen habe und nach Hause gefahren bin und habe die da alleine gelassen und habe gedacht, ja, sicher, klar ist das ganz normal, dass die da heute Abend nackend in der Wohnung rumlaufen. Normal wäre es ja gewesen, wenn man jetzt eine Beziehung hat und dass er dann diejenige, die da zugekommen ist, nach Hause schickt. Nein, er hat mich wieder nach Hause geschickt. Ja, da hatte ich ja noch nicht bei ihm so gewohnt, ne? Wie das Kind kam, weiß ich nicht. Hat sich mein Leben eben irgendwie verändert. Das war so, als wäre bei mir so eine Klappe runtergefallen mit bei der Geburt und wo ich dann nachher nur noch gedacht habe, nee, was hat der dir alles erzählt, was hast du da jetzt schon alles mit ihm mitgemacht und da konnte er, irgendwie konnte er mich von da an auch nicht mehr beeinflussen. Das war wahrscheinlich so, wo er dann wahrscheinlich auch dann nachher nicht mehr mit klar kam, dass er dann auch immer ein bisschen wütender und aggressiver wurde. Da kam bei Werner nur an, kein Sex, ich bin abgemeldet, die hatten 9. Warum, wieso, weshalb, ob die überfordert ist, ob ihr das jetzt nervt, ob sie das Kind gekriegt hat, ob sie wenig Schlaf hat, ob sie morgen schnell gehen muss, Haare ab und gar nicht mehr schminken, weil das Kind schreit mit an der Brust. Das spielte gar keine Rolle. Ich könnte mich nicht um 3 Uhr hinsetzen nachmittags oder um 4 Uhr und mein Bier trinken. Bier trinken bin ich sowieso nicht, ich trinke mal Weinmann Cola gerne. Aber das wäre nicht mein Leben. Ich muss raus. Mich unterhalten. Und das mache ich ja. Also ich glaubte damals, Werner liebt alle Frauen, also würde er gerne. Und wer Nein sagt, ist ein Arschloch. Und ist dann eben auch zwischendurch mal mit einer netten Begleitung weggefahren und kam dann nach 3-4 Stunden wieder. Ne? Mit einem entspannten Gesichtsausdruck. Ja, das war eben so früher die Zeit, das war eben Werner, ne? Also nicht Gentleman, aber prollig vorsichtig. Direkt, du hör mal, nicht Eierlande, sondern wie findest du mich denn? Alkohol war immer ein Thema, also ohne Alkohol ging gar nichts. Also Weinbrand und Cola, das... Das war überhaupt nicht so witzig, weil wir hatten manchmal richtig Angst. Aber ob Bobo 7 Koko trank oder 20, das ist nicht unrealistisch. Er hat schlechte Mischung gemacht. Die Mengen waren nicht so schlecht. Wobei es natürlich stimmt. Nachts ab 1 machte man nicht mehr irgendwie Koko, sondern Koko. Wo er auch meckerte und wo auch schon mal so ein Glas flog. Hat er noch gemerkt. Gib das in den Blumen, den Scheiß! Und ich nicht in meinen Hals. Du Affe! Alles klar. Fährst du mit Taxi? Wie sonst? Wir fuhren niemals mit Taxi, niemals. Ich hab's auch nicht gesehen, nee. Aber er hat sich wirklich, egal ob das abends 23 Uhr oder morgens um 6, das war manchmal da so Party, der hat sich nicht verändert. Ich lade ein paar Freunde ein, ich habe einen richtig guten Typen für dich, du musst auch kommen. Das ist ein richtig guter, der wird dir gut gefallen. Mhm, okay, und dann habe ich mich abends aufgehübscht, bin zu Werner gefahren. Und dann sage ich, aber ist denn der Typ jetzt, der so hübsch ist? Ah, der sitzt draußen, komm, stell ich dir mal eben vor. Und dann gingen wir noch draußen, da saß draußen ein Kumpel von ihm, der Markus. Der Markus hatte lange Haare, der Markus hatte solche Arme. Und dann saß er da, so ganz mit aufgeschwollener Brust. Und sagt Werner, Emma, Markus, das ist die Genie, guck doch mal. Und ich guckte den Markus an und hab gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Das kann ich doch gar nicht machen. Ja, für Werner war jetzt klar, das ist ein Mann, ne? Der ist breit, guck dir mal die Brust an, der macht im Arm drücken. Und in der Bank, da macht er 600 Kilo. Das ist doch der Mann. Den musst du doch nehmen. Guck dir mal, wie stark der ist. Und der ist richtig kernig. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wenn er den jetzt gut leiden mag, dann gehe ich mit dem mal weg. Dann bin ich ein paar mit dem ausgegangen.
Es war ein Mann, er war breit, er war stark, er fuhr auch ein großes Auto, aber es war halt nicht mein Mann. Und daran merkt man aber auch im Nachhinein, was für ihn einfach wichtig ist, was für ihn Symbolik ist. Wichtig war es immer, dass er stark ist und dass er gut dasteht und dass er Kraft hat. Werner heuert eigentlich 4 Leute an, einer davon war ich, wir waren alle Küchenmonteure und er hatte so eine Küche aufzubauen aus Havarie oder wie der Laden hieß da früher. Haben wir sie da abgebaut und sollten sie bei ihm zu Hause aufbauen. Und wir haben das gemacht, damit Werner hier ein lecker Essen für uns kocht. Frikadellen wahrscheinlich. Frikadellen und was weiß ich. Und da, was wir nicht gemerkt haben, Werner, also ein Kumpel von uns hatte irgendeine Verletzung im Gesicht, der konnte nur Suppe essen. Jetzt kriegen wir als Bezahlung für diese Küche nur eine blöde Suppe. Und was wir nicht gemerkt haben, im Nebenzimmer hatte Werner einen Pornofilm angemacht, wo er selber der Hauptdarsteller ist. Das Ganze habe ich nicht begriffen, weil der stand ziemlich weit weg, der kleine Fernseher. Und jetzt setzen wir uns dann dahin, kriegen diese Suppe, sind schon völlig enttäuscht. Ne? Und dann gucke ich da immer hin und erkenne erst gar nicht, dass das sich um so einen Film handelt. Und irgendwann sehe ich Bobo, wie er da in Action ist. Im Nikolauskostüm? Im Nikolauskostüm. Und die Dame hatte auch ein Nikolauskostüm an. Und auf jeden Fall war dann irgendwie, irgendwann kam das Gesicht von der Dame ins Bild. Und da war das die Ehefrau von dem Vierten, der nicht kommen konnte, der eigentlich auch die... Und das sind natürlich so Geschichten, die vergisst du dein ganzes Leben lang nicht. Ne? Und wir haben nur eine Suppe gekriegt für 2 Tage Küchenaufbau. Aber ein Porno mit einem geilen Hauptdarsteller. Nee, das sind Sachen, die wollte ich nie in meinem Leben sehen. Und die weiß ich heute noch, das ist ja 20 Jahre her. Wie gesagt, ich habe ja nachher da mein Leben eigentlich mit dem Kind eben so mehr oder weniger alleine da gelebt. Mal war er da, mal war er nicht da. Und wenn das Geld eben bei ihm wieder knapper war oder weiß ich, was er da für Geschäfte gemacht hat, wenn das wieder alles nicht passte, das dann auch wieder mit reingebuttert habe und dass ich eben Strom oder irgendwas mitbezahlen musste. Und wenn er dann nachts nach Hause kam, das Kind wieder aus dem Bett holte, wach machte und mit mir diskutieren wollte die halbe Nacht durch. Und ach, da habe ich gedacht, nee, es geht einfach nicht mehr. Es geht auf meine Gesundheit, das Kind kommt nicht mehr zum Schlafen. Und wenn er da war, gab es eben nur Theater und Streit nachher. Und dann habe ich, wie gesagt, das Kind genommen und bin zu meinen Eltern gegangen. Werner kann sich nicht verbiegen. Werner hat seine Meinung. Und Werner tut sich sehr, sehr schwer im emotionalen Zwischenmenschlichen. Also bis Werner zu einer Frau sagt, ich liebe dich, ich habe das noch nie gehört. Ja, Liebe sehe ich anders. Ich kann jetzt zu einer Frau sagen, Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich. Mit den Gedanken bin ich aber bei einer anderen Frau. Aber ich kann der Frau angucken, tief in die Augen gucken, in den Arm nehmen. Ich hab dich gern. Und dieses Gucken, das übermittelt mehr als zu sagen, ich liebe dich. So denke ich über Liebe. Man kann Liebe anders geben. Wenn meine Mutter mich in den Arm genommen hätte, die hätte gar nicht sagen brauchen, nur das Drücken. Dann hätte ich mir gezeigt mit dem Drücken. Dann hätte sie mir gezeigt, ich hab dich gern, ich liebe dich. Das kannte ich nicht. Was hätte das genutzt, wenn meine Mutter gesagt hätte, ja, ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich hab dich gern. Das ist das nicht. So sehe ich eben die Liebe. Durch Werner habe ich überhaupt erstmal, wie gesagt, erstmal erfahren, was überhaupt Leben heißt. Ich habe Fehler gemacht, aber ich habe durch diese Fehler wirklich gelernt und ich habe viel gelernt dadurch. Ich würde es auch wahrscheinlich immer wieder machen. Vermisst du eine Familie? Ich glaube, nein, weil ich schon zu lange alleine bin. Ich habe mich mal von einer Frau getrennt, 7 Jahre war ich mit der zusammen. Die kam aus der früheren DDR. Bei der stand vordergründig nur Sex, danach war alles immer nur schlecht. Die hatte immer schlechte Laune.
durch die Frau habe ich das Lachen verlernt. Und ich bin eigentlich ein harter Typ, aber ich lache auch gerne, mache auch gerne Scherze. Und als ich mich von der getrennt habe, da habe ich gesagt, ich möchte 3 Jahre erstmal eine Auszeit. Aus diesen 3 Jahren wurden 4 Jahre und da ich Angst hatte vor AIDS, habe ich doch ein bisschen noch weitergezogen. Ich habe mal eine kennengelernt. Ich wollte einen AIDS-Test machen, da wollten die Frauen nicht. Ja, und so bin ich dann eben durchgekommen, aber ich habe meine Bekannten und dann habe ich mal eine Frau kennengelernt, aber eine Familie. Heute, ich habe meinen Sohn, ich habe noch eine Tochter, mit der habe ich keinen Kontakt, aber mit meinem Sohn, der mich auch braucht. Und das reicht mir eigentlich. Und da komme ich nach Hause, dann habe ich meine Familie zu Hause, das ist mein Hund und meine Katze. Nicht mehr da wäre, was würde dir fehlen? Ja. Würde dir ein Halt fehlen, würde dir ein Gefühl fehlen, würde dir seine Stärke fehlen, seine... Was würde dir fehlen? Eigentlich alles an ihm. Was ist das? So, dass er mich abholt, dass wir zusammen sind, sitzen, zusammenarbeiten, unternehmen was. Was gibt er dir für ein Gefühl, wenn er da ist? Immer ein gutes. Lebendiges? Ja. Dass das Leben lebenswert ist? Auf jeden Fall, ja. Wir haben uns ja noch nie eingeschrieben. Gibt's nicht. Treue, Freundschaft, Loyalität. Und wie gesagt, grenzenloser Optimismus. Ist schon erschreckend. Ehrlich. Man kann also selber so down sein. Man braucht mit Werner nur telefonieren. Also das ist immer wieder... Er hilft einem aus dem tiefsten Loch heraus, unbewusst. Er ist einfach so eine Natur. Das ist unglaublich. Für mich ist das absolut so die Gattung Lebenskünstler. Mhm. Der ist so genügsam, stellt keine hohen Ansprüche, freut sich über die kleinsten Kleinigkeiten und ja, es ist eine Eigenschaft oder was man heute gar nicht bei anderen Menschen irgendwo findet, wo jeder nur so an sich denkt und dieser grenzenlose Egoismus, dem man so eigentlich tagtäglich begegnet, überall im Geschäftsleben oder auch so im Privatleben, Werner ist das absolute Gegenteil. Das ist unglaublich. Und von daher ist es schon so, es gereicht ihm halt eben auch oft zum Nachteil. Manchmal muss man ihn auch vor sich selber schützen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich von jedem Dollar Mark oder 800 Euro kriege, will ich auch niemals wissen, weil ich weiß ganz genau, ob ich mal keine Wohnung hätte. Ich wüsste, dass ich, solange ich eine Wohnung habe, dass ich bei Bobo sein kann. Das weiß ich. Da würde ich zu essen kriegen und da wäre mir warm und so weiter und das ist auch keine Frage. Wenn ich in 5 Jahren vor Bobos Haus stehe, sage ich, ich weiß nicht wohin, habe einen Schlafsack, dann wohne ich da. Da brauche ich nicht fragen, das ist einfach klar. Das ist bei dir so und das ist bei anderen Leuten, die auch nichts machen, die sagen, der ist schon okay, der ist okay und das ist okay. Das ist so. Das ist so. Ja, das stimmt. Definitiv. Ich habe einen guten Freund besucht im Altersheim. Und der war 83. Wir waren so eine ganze Clique und da ist einer nacheinander gestorben. Wir waren 8 Leute. Ich habe die alten Leute da liegen sehen. Und wenn du da bist, hast du auch gar keine Chance mehr rauszukommen. Es wird das Letzte sein. Und das war bei meinem Freund auch. Der hat mich gefragt, Werner, verlass mich nicht, bleib hier. Ich muss nur noch was vom Kopf her regeln. Dann habe ich keine Lust mehr. Ich habe keine Kraft mehr.
wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, nach einem Jahr werde ich krank, dann hat sie einen Pflegefall. Und das möchte ich keine Menschen antun. Ich hoffe nur, dass ich nicht sehr krank werde, mit Krebs mich rumplagen muss. Aber sonst habe ich vor dem Tod keine Angst. Überhaupt nicht. Hoffentlich wird es nicht eben so ganz so grausam. Ich war mit meinem Freund das erste Mal in Amerika, bei seinem Cousin, glaube ich, das war ein Polizist. Und als wir da ankamen, da wurde ich von der Frau herzlich aufgenommen. Mein Freund hat mich vorgestellt, das ist mein Freund Werner. Und da hat sie gesagt, Werner, ich kann kein Englisch, aber ich will es mal so ein bisschen nachsagen, Werner, heute bist du mein Gast. Ich zeige dir alles, worüber steht. Eistee, da, das, da. Du kannst nachts runtergehen, dir alles holen. Morgen bist du nicht mehr mein Gast. Morgen bist du wie mein Sohn. Okay? Ja. Morgens kamen wir runter und dann gehen wir raus und da sage ich, Betty hieß die Frau, wir fahren jetzt los und gucken nach Autos. Ja, schön, sagt sie. Aber Werner, what is this? Nimmst du mich nicht in den Arm? Ach so, aha. Bin ich zurückgegangen, habe gesagt, bye Betty, hab sie in den Arm genommen, ja. Dann gehe ich wieder los, sagt sie, oh Werner, gibst du mir keinen Kuss? Oh Betty, ja, wieder zurückgegangen und wieder in den Arm genommen, ihr einen Kuss gegeben. Und dann kommt ihr Mann runter, der fuhr zur Arbeit und sagte, morning my darling, I love you. Das war schon wahnsinnig gut. Und nachmittags, als wir nach Hause kamen, dann kam auch der Sohn von ihr und der sagte das auch. Der sagte, hi Mom, I love you. Ich dachte, das ist ja wahnsinnig hier. Und da habe ich gemerkt, dass ich sowas gar nicht kannte, aber gerne gehabt hätte von meiner Mutter. Oder und da habe ich gedacht, ich hätte die zweiten Eltern gekriegt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und trotzdem glaube ich, jetzt mal kleiner Blechsel, ich glaube, dass Bobo ganz, ganz einsam ist. Ich glaube, dass er einsam ist. Und wenn er hier ab und zu anruft und wir telefonieren eine Stunde, erzählen nur Scheißkram, lachen uns beide kaputt, dann kommt zum Schluss mal 5 Minuten, wird es dann ernst und dann kommt schon raus, um was es geht. Und dann bedankt er sich fürs Gespräch und sagt dann so, oh, jetzt kann ich wieder 3 Tage atmen. So. Und wenn man bei ihm mal, du bist ja öfter da gewesen, ich war da ein paar Mal, nicht so oft, weiß ich nicht wie oft, er bedankt sich für die Zeit, weil er genießt, weil er es in sich reinsaugt, dass Leute da sind, die einfach nur an ihn denken.
als sie ins Krankenhaus kamen, da kamen meine beiden Brüder an und sagten, du musst ins Krankenhaus kommen. Mutter kann nicht sterben, die will ich unbedingt sehen. Sie hatte Krebs. Da habe ich gesagt, ich habe keine Mutter. Sind sie noch mal gekommen? Ich sage, nein, ich gehe nicht. Und dann ist sie gestorben. Ich weiß nicht, wo sie liegt. Ich weiß nur in Hummeln. Ich bin auch nicht zur Beerdigung gegangen. Und wenn ich einmal, das ist aber immer so bei mir, es dauert lange, mit jemandem abschieße, sagen wir, mit einer Frau, mit der ich zusammen war, das dauert lange. Ich gebe wie eine Frau mir auch Signale. Gibt eine Frau ja auch, die geht nicht von heute auf morgen. Und das war eben bei meiner Mutter. Und diese Signale heißen, ich habe keine Mutter. Und ich werde auch nie mehr darüber sprechen. Und das hat mir so weh getan. Und immer, wenn ich einen Film sehe oder Leute sehe, die sich so verstehen, dann denke ich gleich an Amerika. Und was hast du für ein scheiß Leben gehabt mit dieser Mutter? Und das hat mir gut getan. Und dann trenne ich mich für immer. Wenn nie mehr gehe, würde ich zurückgehen. Das ist mein Stolz. Oder vielleicht verkehrt auch Stolz, ich weiß es. Ach, ich habe gelebt, wollen wir ganz einfach sagen. Ich habe gelebt und das Leben war für mich lebenswert und das war okay. Ich könnte jetzt noch was dazu sagen. Mein Freund, der war Pastor, die Geschichte. Und ich war Busfahrer und wir sterben beide. Und da sagt mein Freund, du, sagt er, ich komme in den Himmel, du kommst nicht in den Himmel. So, das wollen wir doch mal sehen. Jetzt kommen wir ans Himmelstor und schellen und da kommt der liebe Gott raus. Und der sagt er zu meinem Freund, aha, Hanno, wo wolltest du denn hin? Ja, lieber Gott, ich war doch Pastor, ich möchte in den Himmel. Nein, 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 du nicht. Auch bei deiner letzten Predigt, die du gehalten hast, da hat keiner gebetet. Aber Werner, seine letzte Busfahrt, als er die gemacht hat, da haben sie alle gebetet. Ja, so ist das Leben. Da ist er. Da ist er. Guck mal, hier, du. Werner, du musst mit Gefühl. Ich dachte, wir haben nur noch gar keine Musik an. Du müsst dann noch ein bisschen üben bleiben, oder? Eine Drehung braucht ihr doch nicht. Doch, eine Drehung müssen wir ja machen. Wichtig ist, was kein Sägemehl drin ist. Sägemehl, ja. Wir haben früher gesagt, hör mal, der Bremsklotz, da ist ja Sägemehl drin. Ja, du kannst ja auch Frikadellen machen zum Werfen oder zum Bolzen. Hier lecker. Dankeschön. Mach dir schöne Mann. Lieber nicht fürs Pinkfahren. Jawohl. Ich muss dich ja führen. Du führst mich? Ja. Weißt du, führe ich den Mann? Du darfst eigentlich gar nichts machen, weil ich drehe dich ja. Du führst mich, ja. Siehst du so. Und jetzt ziehe ich dich ran. Pass auf. Nee. Du führst mich? Kannst du machen, aber dann merkst du dich, was sonst ich will. Sonst war ich den Dominanten. Lass dich mal leiden hier. Sobald ich irgendwas mache, dann brauchst du dich nur abschubsen. Ich drehst du dich nach da. Weil dann du weißt führst du, was ich mich. Will. Ja, du führst mich dann. Ja, ja. Weil ich drehe dich. Man könnte jetzt auch so drehen. Nicht? Aber mach doch mal, ist doch schön, so drehen. Kann ich ja auch machen. So, ja, ist doch viel schöner. So, und, jetzt dann, ich, und dann auch so, ne? Ja, und jetzt halte ich dich ran und ziehe dich hier ran. Und jetzt siehst du. Und dann mach ich so. Da musst du dich abschließen. Boah, richtig. Jetzt hast du den Kaffee. We'll be right back.
Ladies and Gentlemen, hier ist Werner Herzog. Ich muss meine Gitarre spielen. Moment, Moment. Das ist eine Schlaggitarre. Jetzt geht's los. De bap bap luna, de bap 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 tutti. Oh, Ludi, tutti frutti. Oh, Ludi, de bap bap luna, de bap bap bap. Hey! Das war's, das war's. Wow. Ich komme bald wieder. Ei, ei, ei.